Herzlich willkommen zurück auf dem Lift und Namaste YouTube-Kanal. In diesem Video erzähle ich dir, wie meine Geschichte, meine Erfahrungen mit der Pille sind und wie du daraus lernen kannst. In diesem Video geht es ein kleines bisschen weniger um das Sportliche. In den letzten Videos habe ich dir ein bisschen mehr von meiner sportlichen Seite gezeigt. Heute geht es um ein Frauenthema und zwar um die Pille. Ich persönlich habe die Pille 15 Jahre lang genommen, also wirklich eine lange Zeit. Es war auch die Hälfte meines Lebens, die ich die Pille genommen habe und habe positive, aber auch negative Erfahrungen damit gemacht. Und welche das sind, darum möchte ich gerne heute in diesem Video sprechen, weil ich glaube und der Meinung bin, dass viele Frauen mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben und wie wir uns einfach alle ein bisschen besser unterstützen können und besser damit umgehen können. Ich habe mit 15, 16 angefangen, die Pille zu nehmen, aus dem Grund, weil ich einfach ein Verhütungsmittel gesucht habe. Ich hatte nie Probleme mit der Haut, aus dem Grund habe ich nicht die Pille genommen, sondern weil ich verhüten wollte und das hat auch super für mich funktioniert. Ich habe nicht dadurch zugenommen, zumindest nicht so, dass ich mich daran erinnern kann, dass mein Gewicht irgendwie danach nach oben gegangen ist, sondern ich habe einfach die Pille genommen. Ich habe sie auch eigentlich nie vergessen. Ich hatte auch kein Problem damit, sie fast immer zur gleichen Zeit zu nehmen. Man muss sie ja in einem 12-Stunden-Fenster nehmen. Teilweise gibt es auch Pillen, die muss man in einem kleineren Zeitfenster zu sich nehmen. Bei meiner war das ein kleines bisschen flexibler. Ich habe die Phenik genommen, zumindest zuletzt. Ich weiß, dass ich eine andere zu Beginn genommen habe, als ich damit angefangen habe, aber ich kann mich nicht mehr genau an den Namen erinnern. Es war auf jeden Fall immer eine Pille, die nicht sehr stark dosiert war. Aus dem Grund, weil ich halt keine Probleme mit der Haut habe und hatte und deswegen auch nicht die stärkste Pille nehmen musste. Mit der Phenik war ich super happy, das kann ich sagen, mit der vorher auch. Ich weiß, dass irgendwann hatte ich Zwischenblutungen, ungefähr als ich 20 war, aufgrund von einer Zyste oder zwei Zysten sogar. Und das wurde auch sehr spät erst erkannt und behandelt und ich musste sogar operiert werden deswegen. Und danach durfte ich die Pille für ein paar Monate nicht nehmen und als ich sie wieder genommen hatte, wurde mir dann einfach eine andere verschrieben, aus welchem Grund auch immer. Das kann ich heute nicht mehr beurteilen, weil es schon sehr lange her ist. Aber ich glaube, es lag daran, dass sie einfach gedacht haben, die Ärzte, dass ich vielleicht eine andere Pille doch besser vertrage. Und seitdem habe ich die Phenik genommen und das war auch eine sehr gute Pille für mich. Ich habe mir auch ehrlich gesagt nie besonders viele Gedanken darüber gemacht, dass es Hormone sind und dass Hormone, künstliche Hormone für meinen Körper nicht unbedingt das Beste sind. Ich war einfach happy damit, dass ich die Pille nehmen konnte, dass ich damit meine Periode auch verschieben konnte. Ich hatte auch Zeiten, habe ich die Pille für mehrere Monate durchgenommen und war absolut zufrieden damit. Und das ist auch einer der großen Vorteile der Pille, muss ich auch wirklich sagen, dass man in manchen Situationen, sei es eine Prüfung, Vorstellungsgespräche, sportliche Events, wie ich bin früher Marathon gelaufen und bei einem Marathon möchte man einfach nicht seine Periode haben und deswegen habe ich in solchen Momenten die Pille einfach durchgenommen, um, ja, um mich wohler zu fühlen, um mich sicherer auch zu fühlen, um in manchen Momenten, gerade auch wenn ich mündliche Prüfungen hatte und man einfach in diesem Moment andere Sorgen hat als seine Periode, möchte man einfach nicht, ja, dich noch zusätzlich belasten. Und deswegen finde ich auch, das ist auf jeden Fall der Vorteil der Pille, dass man sie durchnehmen kann und dass man einfach ein sicheres Gefühl hat in manchen Momenten, wenn man nicht seine Periode bekommt. Abgesehen davon ist natürlich wirklich das sicherste Verhütungsmittel. Wenn man die Pille nicht vergisst, kann man wirklich davon ausgehen, dass es extrem sicher ist. Es ist nicht hundertprozentig sicher, das ist nichts, aber es ist extrem sicher. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und auch pro Pille ist. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich total gegen die Pille bin, weil ich habe sie einfach die Hälfte meines Lebens genommen. Und ich finde einfach, es gibt sehr, sehr viele Vorteile auch davon. Natürlich. Ich habe zum Schluss gedacht, zum Schluss heißt, ich habe sie im Januar 2019 die normale Pille, das heißt ein Kombipräparat, was ich halt die ganze Zeit auch genommen habe, abgesetzt mit dem Hintergrund, dass ich mir dachte, okay, Östrogen ist jetzt nicht unbedingt das, was mein Körper vielleicht noch zusätzlich braucht. Ich steige um auf eine Pille, eine Gestagenpille, eine Mini-Pille. Das ist eine Pille, die man durchnimmt, die man ohne Pause nimmt. Ich habe das, wie gesagt, auch mit der anderen Pille ab und zu gemacht, aber habe die dann komplett, die Gestagenpille, durchgenommen.
ich hatte es zumindest vor, aber ich habe ehrlich gesagt nach 2 Monaten gemerkt, dass das mein Körper nicht so gut verträgt. Ich habe unfassbar viele Nebenerscheinungen gehabt von dieser Pille. Natürlich hat sie auch super verhütet, das kann ich schon mal vorweg sagen. Das hat auf jeden Fall super funktioniert. Ich bin offensichtlich nicht schwanger geworden, aber mein Körper ist ein bisschen durchgedreht. Woran auch immer das lag, meine Schwester, ich habe eine kleine Schwester und sie hat genau auch diesen Wechsel gemacht im Jahr davor. Und sie hat mir erzählt, dass ihr Körper auch ein bisschen durchgedreht ist. Sie hat Probleme mit der Haut bekommen, aber sie hat generell nicht die reinste Haut. Daran kann es natürlich auch liegen. Das war nicht mein Problem. Mein Problem war, dass ich schlecht gucken konnte. Also ich konnte einfach nicht, teilweise nicht mal einen Meter geradeaus gucken, ohne dass es verschwommen wurde. Selbst wenn ich Gemüse geschnibbelt habe in der Küche, konnte ich nicht gucken. Ich habe gerochen. Also gemüffelt würde ich es vielleicht eher bezeichnen. Ich habe eigentlich laut meines Freundes die ganze Zeit lang so gerochen, als würde ich meine Tage bekommen, was ich natürlich nicht bekommen habe, denn es wird ja unterdrückt durch die Pille. Also ich habe irgendwie Pheromone ausgesprüht in sämtliche Richtungen und zusätzlich habe ich noch extrem viel geschwitzt. Also ich bin jemand, der auch beim Sport nicht unbedingt krass viel schwitzt. Also da muss schon 40 Grad sein und ich muss extrem viel Cardio machen, damit ich wirklich schwitze. Aber ich habe die ganze Zeit geschwitzt. Ich habe ständig bei allen möglichen Dingen auch ohne Sport geschwitzt und vor allem nachts. Und das ist wirklich das Unangenehmste. Ich bin wirklich aufgestanden nachts, musste mehrmals meinen Schlafanzug wechseln. Die Bettwäsche war nass, das Kissen war nass, ich musste es umdrehen. Und es ist ja schon unangenehm genug, wenn man allein schläft. Aber ich habe ja nicht allein im Bett geschlafen. Und das war einfach... Ich habe mich so unwohl gefühlt mit mir selbst, mit meinem Körper. Und das war natürlich auch einerseits körperlich bedingt, auf der anderen Seite auch emotional. Ich war ein ganzes emotionales Karussell. Es ging auf und ab. Ich war völlig überempfindlich oder auch völlig abgestumpft. Ich war einfach nicht ich selbst. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, wie diese Hormone mich und mein Wesen und meinen Körper verändern und beeinflussen. Und aus dem Grund habe ich die Entscheidung getroffen, dann im März 2019 die Pille komplett abzusetzen. Weil ich erstmal wieder wissen wollte, wie mein Körper eigentlich drauf ist ohne die Pille und wie ich eigentlich ich selbst bin, weil ich das überhaupt nicht mehr wusste. Nachdem ich so lange diese Pille benutzt habe und genommen habe und auch so früh damit angefangen habe. Also ich glaube, es gibt natürlich Frauen, die tatsächlich noch früher damit anfangen. Gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, fangen schon Mädels mit 13 damit an. Und es ist auch absolut okay, wenn es funktioniert. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich noch genau weiß, wie bin ich eigentlich drauf, wie sind eigentlich meine Emotionen, wie sind meine Gefühle, wie ist eigentlich mein Körper, wie fühlt sich das an. Und ich habe mir dann überlegt, dass ich zur Verhütung die NFP-Methode nutze, weil ich wirklich komplett natural sein wollte. Also ich habe auf Instagram auch das Ganze öffentlich gemacht und habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen von Frauen, die ähnliche Erfahrungen haben, die abgesetzt haben, die ja auch dieses ganze Hormonchaos miterlebt haben. Und ich war unglaublich dankbar darüber, weil ich mich dadurch auch nicht allein gefühlt habe, weil ich mich erstmal gefühlt habe, wie als wäre ich komplett falsch. Aber ich finde es total wichtig und genau deswegen mache ich auch dieses Video, um dir zu zeigen, die Pille ist nicht das einzige Verhütungsmittel auf der Welt, erstens. Und zweitens, hormonelle Unregelmäßigkeiten oder auch Probleme vielleicht sind heutzutage nicht unnormal. Und ich bin der Meinung, wir Frauen müssen uns da einfach mehr unterstützen und mehr füreinander da sein. Ich habe, wie gesagt, mich entschieden, diese NFP-Methode auszuprobieren. NFP bedeutet natürliche Familienplanung, NFP. Und man macht es so, dass man ein Thermometer hat, was man benutzt, um seine Basaltemperatur zu messen. Und anhand dieser Temperatur und einer zugehörigen App kann man dann seinen Zyklus bestimmen, beziehungsweise bestimmen, wann sind denn die fruchtbaren Tage und wann muss ich quasi zusätzlich verhüten und wann kann ich Geschlechtsverkehr haben, ohne zusätzlich zu verhüten. Ich habe mir auch so ein Thermometer gekauft, habe allerdings in meiner Übermotivation erst danach erkannt, dass ich erst meinen Zyklus wieder haben muss, eine Periode also bekommen muss, bis ich das Ganze benutzen kann. Und die meisten Frauen, mich eingeschlossen, haben nach dem Absetzen der Pille nicht sofort ihre
Periode. Es gibt auch Ausnahmen und es ist super individuell und super unterschiedlich und auch von allen möglichen Faktoren abhängig. Wie ihr wisst, ich bin jemand, der sehr viel Sport macht, der allerdings auch auf seine Ernährung achtet. Das heißt, also ich esse nicht besonders wenig, aber ich achte darauf, dass es einigermaßen gesund ist. Aber sicherlich, bin ich ganz ehrlich, hat mein Sportpensum auch dazu beigetragen, dass ich meine Periode nicht sofort bekommen habe, sondern erst später bekommen habe. Und ich war auch, nachdem ich ein halbes Jahr lang keine Periode bekommen habe, bei einer Frauenärztin und habe Hormontest gemacht, habe meine Schilddrüse untersuchen lassen, ob da irgendwie alles in Ordnung ist, weil es kann immer unterschiedliche Gründe haben, warum man seine Periode nicht bekommt. Und da war alles in Ordnung und ich habe erkannt, mein Körper braucht einfach Zeit. Und je mehr ich ihn durch mich oder auch durch andere, die mir sagen, ja, du musst jetzt mal wieder deine Periode bekommen, unter Druck setze, umso schwieriger wird es für meinen Körper, wieder ganz normal einen Zyklus zu haben. Und es ist auch gar nicht so einfach, und der Zyklus ist wirklich sehr, sehr sensibel, aber dazu werde ich später nochmal ein anderes Video machen. Aber ich habe einfach versucht, okay, ich werde ein bisschen weniger trainieren, auch wenn es mir schwerfällt, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen die Intensität rausnehmen, ein bisschen mehr auf den Körper hören, nicht immer nur pushen, 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 ballern und an die Grenze gehen. Habe auch das Fett in meiner Ernährung erhöht und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Grund ist, weil ich mich vorher, also ich habe mich schon eher Low-Fat, High-Carb ernährt. Ich würde immer noch sagen, dass mein Fettgehalt in der Ernährung nicht besonders hoch ist, aber zumindest höher, als er vorher war. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel gemacht hat mit meinem Körper, weil wir einfach Fett brauchen, damit unsere Hormone im Gleichgewicht sind. Und dann habe ich mich aber irgendwann dazu entschieden, dass ich nicht darauf warten möchte, dieses Thermometer zu benutzen, sondern dass ich eine Kupferspirale einsetzen lassen möchte. Habe auch mit meiner Frauenärztin dazu gesprochen, inwiefern das möglich ist, weil ich jetzt nicht wirklich eine Blutung hatte. Ich hatte zwischendurch mal so 2-3 Tage Blutung, aber wusste nicht, ob das jetzt wirklich eine Periode war. Man weiß es ja oft nicht. Und es war möglich und ich habe mich beraten lassen. Ich habe auch dazu ein Video gemacht kürzlich, welche Methoden es da gibt mit Kupfer. Es gibt die Kupferspirale, den Kupferball und die Kupferkette. Und der Kupferball war letztendlich das, wofür ich mich entschieden habe, weil er einfach frei liegt in der Gebärmutter und nicht irgendwie festgewachsen ist. Und für mich war das einfach vom Gefühl her das Angenehmste. Und was ist passiert? Ich habe das Ding 4 Tage drin, was auch ein bisschen schmerzhaft ist und danach unterschiedlich von Frau zu Frau, aber man merkt natürlich, dass da ein Fremdkörper gerade eingepflanzt wurde. Das heißt, es kann mal im Unterleib zippen und was passiert? Ich habe meine Tage bekommen, genau 4 Tage nach dem Einsetzen. Es ging mir also, sagen wir mal, doppelt schlecht. Und das war auch super interessant für mich, weil ich wirklich das erste Mal nach 15 Jahren ohne die Pille meine Periode bekommen habe und mich das erste Mal wie eine richtige Frau gefühlt habe mit 31 Jahren. Und natürlich ist Periode haben nicht unbedingt die beste Zeit unseres Monats. Also ich glaube, es geht euch auch so. Das ist jetzt nicht die Zeit, wo wir sagen so, boah, ich bin total happy gerade mit einer Frau zu sein und mit meinem Körper. Aber ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe mich so krass gefreut, dass ich endlich das Gefühl habe, ich bin normal und ich bin weiblich. Und das ist was, wofür ich dieses Jahr auch wirklich dankbar bin, dass ich das erleben durfte, weil mir das einfach vorher, habe ich das einfach nicht das Gefühl gehabt, dass ich das so krass erlebe. Und auch danach, wie entwickelt sich mein Körper während des Zykluses, wie fühlt sich das an, wie erlebe ich meinen Eisprung und auch die zweite Zyklushälfte, wie ist mein Energielevel, meine Kreativität, meine Libido, alles verändert sich während des Zykluses und ich habe das zum ersten Mal richtig wahrnehmen können. Und bin unfassbar glücklich darüber. Und ich bin nicht jemand, der sagt, hey, Pille ist total schlecht und nimm niemals die Pille. Ich glaube, dass es eine Daseinsberechtigung gibt. Und ich glaube, für jede Frau gibt es das richtige Verhütungsmittel. Aber für mich war es nicht mehr das richtige Verhütungsmittel ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ich möchte einfach diese Erfahrung auch, ja, hier knurrt gerade jemand. Und zwar, ich bin nicht allein, hier liegt doch ein Hund. Ich möchte diese Erfahrung gerne mit dir teilen, um dir vielleicht auch Mut zu machen, ein anderes Verhütungsmittel zu wählen oder deine Wahl vielleicht mal zu überdenken.
Und jetzt kannst du mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie du mit der Pille umgehst oder auch, ob du die Pille nimmst oder auch nicht und welche du nimmst und welche gut funktioniert hat und welche nicht. Beziehungsweise schreib mir doch einfach dein Verhütungsmittel, was du benutzt hast oder was du aktuell benutzt, in die Kommentare, damit ich auch einfach mal schauen kann, was so die meisten der Zuschauerinnen hier nehmen. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema heute ist, weil es ist ein Thema, was absolut normal ist, absolut präsent ist, aber wir alle nicht so gern darüber sprechen. Ich habe aus diesem Grund eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die heißt Girls Talk. Ich werde sie hier auch in der Beschreibung verlinken. Girls Talk, Menstruation, Hormone, Verhütungsmittel. Und in dieser Gruppe können sich Frauen austauschen zu den Themen Menstruation, Hormone, Verhütungsmittel natürlich, aber auch zu allen anderen Themen, die in der Gesellschaft als Tabuthemen deklariert sind, auch über Sex, über alles Mögliche, weil wir einfach nicht genug darüber sprechen, weil wir nicht genug darüber reden und weil ich das Gefühl habe, dass Frauen in diesen Themen unfassbar gut zusammenhalten, was sonst, sagen wir ganz ehrlich, nicht immer der Fall ist. Wenn du also in diese Gruppe möchtest, schick einfach eine Beitragsanfrage. Ich werde sie auf jeden Fall so schnell es geht beantworten. Und ich bedanke mich erstmal bei dir fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Like und abonniere den Kanal, denn auf diesem Kanal wird es demnächst noch mehr Videos geben zum Thema Hormone, Verhütungsmittel und Menstruation.